Minus 17 Verhaltenspunkte. Was haben wir heute schlecht gemacht? Parken. Ach genau, unrechtmäßig Abschleppwagenanforderung. Ich habe die Winkerkelle bekommen. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Und es wird ein Verdächtiger gesucht. Sofort. Und wir haben Historic Downtown. Und immer noch kein Streifenwagen. Schade. Ja, auf jeden Fall waren das die beiden Fahrzeuge, die in der Abschleppzone... Was? Da hat aber safe einer neben dem Hydranten gestanden. Ach ja, genau, ich bin über die Ampel gegangen. Naja. Okay, aber wir haben die Winkerkelle. Ja? Wir haben die Winkerkelle bekommen. Und die Taschenlampenausrüstung, die gibt's wohl erst später. Da ist so ein kleines Megafon-Dingens dabei. Der Schreibtisch sieht traurig aus, so tun hat los. Ja, da sitzt auch ein trauriger Polizist davor. So, warte, was haben wir hier? Historic Downtown. So. Das haben wir noch nicht. Also auf jeden Fall kriegen wir dann mit Stufe 4 kriegen wir El Combi freigeschaltet. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Dass wir das hier sein. Zur Wache. Sofort. Und dann kriegen wir den Streifenwagen. So, dann gehen wir jetzt hier. Einmal dürfen wir noch und dann müssen wir Urlaub nehmen. Melde Raser mit der Radarpistole. Naja gut, dann gucken wir mal. Wo geht's denn hier raus? Ach guck mal, da ist die Kollegin von der Rezeption wieder. Darf ich dich auch nach deinem Ausweis fragen? Nein? Okay. Winke Katze wäre lieber, bitte lieber. Nice. Stopp. Stopp. Ich kann ihn hier drin einfach ansprechen. So, ich verhafte dich jetzt, weil du sitzt auf meinem Sitzplatz. Der Schreibtisch hat sich teleportiert. Nein, nein, wir sind jetzt auf einer anderen Wache. Wir sind in einem anderen Stadtteil. Deswegen ist der Schreibtisch woanders. Aber ich weiß auch nicht, wo es hier rausgeht. Wir brauchen Unterstützung. Oh. Wer kann helfen? Finde die gesuchte Person. Da sind wir. Wuhu! Blaulicht auf den Kopf und los. Ich übernehme Officer, das. Ihre Karte ist aktualisiert. Neue Informationen zur Position der verdächtigen Person. King Luna. Weiblich. Afrikanisch. Schwarze Haare, schwarzer Anzug, blauer Anzug. Bewaffnet? Ja. Oh. Dididid. Mütze aufziehen. Hatte der wenigstens einen Donut? Donut. Ganz miese Anmache. Die hatte keinen Donut. Zumindest nicht für mich, nee. So, jetzt müssen wir erstmal King Luna finden. Müsste die nicht eigentlich dann Queen Luna heißen? Ach, das ist ja der Nachname, ne? Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. So, schwarze Haare, schwarzer Anzug, blauer Anzug. Was denn ich? Das sieht nicht so aus. Warte, die hat blonde Haare, das funktioniert nicht. Schwarz und blau, das passt gar nicht. Da kommen hier wieder die Fashion-Polizei. Oh Gott, und die Donutwelle. Jetzt geht's aber los hier. Ja, sag einmal. So, warte mal, die Hose ist blau, das Oberteil ist schwarz. Oder das Hemd, wie auch immer. Die wird verhaftet wegen Ladungsverbrechen. Ich kann sie gleich dann mitteilen. Das muss ich aber erstmal finden. Blaue Hose, schwarzes Oberteil. Aber das ist da hinten irgendwo. Ich bin hier voll falsch.
Ich habe gehört, wie jemand Müll hat fallen lassen, aber... Das ist sie nicht. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Ach warte, die Hose war blau, ja. Entschuldigung. Mein Fehler. Blau, schwarz. Kann nicht so genau nehmen hier, ne? Sie hat eine Hose an und ein Oberteil. So. Konzentrieren wir uns erstmal darauf. Da passt weder oben, unten noch Haare. Ich hab's halt mal versucht. So, warte. Nee. Auch wieder nicht richtig. Sie muss irgendwo da hinten sein. So, stopp. Achtung. Vorsichtig. Muss hier mal durch. Nicht mal die Hautfarbe. Ja gut, okay, stimmt. Ich glaube, ich habe einen Unfall in der Nähe gehört. Ja, nee. Jetzt nicht. Ich habe nicht mal gesagt, dass ich den Einsatz annehme. Nur weil es daneben mir genau geknallt hat. Also, wie haben wir es denn hier? Geht doch nicht. Jetzt, also, sag einmal. Wo steckt die Dame sich denn? Also sie macht tatsächlich sehr gut, weil ich finde sie nicht. Bist du aus Afrika? Das wäre eine verdammt gute Tarnung gewesen. Ist auch blond? Vor allen Dingen dann auch so ansprechen, ne? So, sag mal, bist du die Kriminelle mit der Waffe? Ja. Hm, okay, du bist festgenommen. Ob das funktioniert? Officer, Ihre Karte ist aktualisiert. Neue Informationen zur Position der verdächtigen Person. Hinterher. Hose blau. Schwarz. Das ist sie nicht. Ist mir egal. Guck jetzt. Ah, aha. Das ist doch ein schwarzes Oberteil. Aha. Sie flieht. Stopp. Warte, Moment. Ich muss erst mal... Stopp. Der hat Müll fallen lassen. Der wird als nächstes getasert. Halt, Polizei. Klunk. Hört das auch wieder auf? So, Handschellen anlegen. Weiß ich nicht. Illegaler Waffenbesitz. Was weiß denn ich? Ach Gott, wirst halt erstmal durchsucht. Sie hatte gerade schon die Hände oben. Ja, egal, die hätte ja sagen können, dass sie nochmal flüchtet. Kaugummi, Handfeuerwaffel, Waffel? Wer kennt sie nicht, die Handfeuerwaffel? Darf ich ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Die sollte nicht nochmal flüchten. Das hatten wir heute schon zweimal, dass die uns da doppelt weggeflüchtet sind. Die King Luna, die wird gesucht. So. Handschellen, illegaler Waffenbesitz. Ich muss sie festnehmen. Sie führen eine Waffe ohne gültigen Waffenschein mit sich. Bitte, Officer. Gern geschehen. Du solltest den Gefangenentransport rufen, damit diese Person festgenommen wird. Das habe ich zumindest auch vorhin noch gelesen in der Roadmap. Wird man auch irgendwann mal selber machen können. Ich brauche also, dass man die quasi um selber mit zurücknimmt. Person festzunehmen. Ja, Caps, Johannes, tut mir leid. Sie hat Würfel, ja? So, das jetzt hier. Dann habe ich den jetzt schon wieder falsch gemacht. Rechtmäßige Anforderung eines Gefangenentransportes. Unrechtmäßiger Einsatz der Elektroschockpistole.
Die ist geflüchtet. Also. Wenn das ja nicht rechtmäßig war, dann weiß ich auch nicht. Ah, da ist die Polizei. So, kommen Sie ran. Special Operations. Sie stehen halt einfach so da. Ich meine, nicht, dass sie jetzt einfach nochmal gehen könnte, ne? Nehmen die auch mit? Oh, da kommt sie angerannt. Da ist die Verstärkung. Erstmal Fleck noch vom Hemd wischen. Gerade noch Donut gegessen. So, wo ist deine Mütze, Madame? Du hast keine Mütze auf. Du musst immer eine Mütze anziehen. So, nimm die mit. Guckt ein bisschen traurig da hinten drin, ne? Naja. So, jetzt ist das die große Preisfrage. Steht der zu nah an einem Fußgängerübergang? Steht der vor einem Hydranten? Oder steht der in der Abschleppzone? Oder macht er alles richtig? Ich bin gerade tatsächlich hin und her gerissen. Ich würde jetzt meinen Joker mal für die Abschleppzone setzen. Keine Ahnung, Haltverbot. Mal gucken, ob es stimmt. Natürlich nicht. Super. So. Da steht keiner in der Abschleppzone drin. Ach, wir müssen ja noch Raserlasern, ne? Aber ich glaube, hier werden wir keinen erwischen. Donnerstag, wir haben Freitag. So, da ist alles gültig. Wir könnten auch einfach mal irgendjemanden anhalten. Testweise. Das Fahrzeug vor dir konnte einen ordnungsgemäßen Stellplatz finden. Oder keinen? Stehst du jetzt wegen mir, oder? Kommen Sie ran? Funktioniert das Ding? Warte. Polizeicomputer? Mal gucken schnell. So, Handbuch, dann Winkerkelle. Da. So, nimm an der Stelle, an der du Fahrzeug anhalten möchtest, die Winkerkelle zur Hand, richte dich auf das Fahrzeug, das du anhalten möchtest, und drücke ab. Du erhältst einen Intuitionshinweis dazu, ob das Fahrzeug anhalten wird oder nicht. Gut, wenn nicht, ist halt auch blöd, ne? Wenn du die Winkerkelle bei Verkehrskontrollen einsetzt, darfst du jedes Fahrzeug anhalten, das die Kontrolle passiert. Wenn du die Winkerkelle im normalen Verkehrsgeschehen einsetzt, ohne offizielle Fahrzeugkontrolle, achte darauf, nur Fahrzeuge anzuhalten, die gegen Verkehrsregeln verstoßen. Bla bla bla, Fahrer sehen dich möglicherweise nicht. Wenn dein Text anhalten, ob der Fahrer gesehen wurde oder nicht. Fahrer, die angehalten wurden, werden entlassen, wenn sich der Polizist vom angehaltenen Fahrzeug entfernt. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Gut zu wissen. Wo genau ist er? Wir haben doch gar keinen Auftrag mehr jetzt, oder? Also ich sehe jetzt hier keinen Unfall weit und breit. Waren wir vielleicht einfach zu lange im Menü. So, aber zumindest können wir jetzt Autos anhalten. Aber wir dürfen nicht einfach so Autos anhalten, weil wir jetzt in keiner Verkehrskontrolle sind, sondern nur, wenn sie tatsächlich was falsch machen. Dann können wir vielleicht hier nochmal ein paar Leute weglasern. So, verstecken uns ein bisschen. Null.
Vielleicht ist es auch einfach eine blöde Stelle. Oh, da geht einer über Rot, oder? Komm, lass leiern. Ach, da ist auch schon wieder Stau. Hier ist auch Stau. Ist da vielleicht jemand mit einer kaputten Windschutz? Oho! Was sehen meine Augen da? Komm, du hast Unterbodenbeleuchtung. Geht mal weg. Wir warten. Stopp. Ja, fehlt dir denn auch noch grün? Ah, jetzt. So, du, stopp. Stopp, da bleibst du. Sag einmal. Also da bin ich irgendwie mir noch nicht so ganz eins, wie das funktionieren soll. Jetzt habe ich so eine tolle Winkerkelle, aber irgendwie winkt sich das ein bisschen behäbig. So, jetzt wird aber da rot. Vielleicht haben wir jetzt gleich Glück und können es nochmal versuchen. Weil ich meine, die kann ja einfach irgendwo da an den Straßenrand fahren, ne? So, komm mal ran. Stopp! So. Ich habe ein Foto von dir. Wir sehen uns wieder. Ich glaube, das hätte ich auch bei den Unfällen machen müssen, oder? Mit den Fotos. Upsi. Vielleicht hätte es da noch ein paar mehr Bonuspunkte gegeben. Ja, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Vielleicht gibt es dann, vielleicht kommen wir da irgendwie über die Verkehrskontrollen dann mal vernünftig hin. Da steht ja schon wieder einer gegen den Strich. Donnerstag haben wir nicht. Das ist noch okay. Aber du stehst entgegengesetzte Fahrtrichtung. So, gib einen Strafzettel. Zack. Wir müssen ja noch ein paar Punkte machen. Wobei wir halt überhaupt noch keine Bonuspunkte gerade gemacht haben. So, hatten wir da ist rot. Müssen wir mal gucken, ob wir außerhalb von unserem Dienstbereich trotzdem einen Strafzettel schreiben dürfen oder ob das dann auf die Verhaltenspunkte geht. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Neue Informationen. The Brown Ethan. Der verdächtigen Person. Nomen est Omen. So, ein blaues T-Shirt, braune Shorts. Bewaffnet, unbekannt. So, Ethan. Wo steckst du? Den haben wir doch vorhin kontrolliert, oder? Der hat doch einen Unfall. Aha. Ich halte sie an, weil sie einem Phantom... Was? Ich war auf dem Weg zu Ihnen, um mich zu stellen. Ach so. Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. Waffenschein, ja. Oh. Er scheint nervös zu sein. Nun denn. Durchsuchen wir ihn. Das könnte er sein. Das haben wir jetzt abgetastet. Nein. Ach, nicht schon wieder. Ich wollte mich bei ihm stellen. Lässt er sich nicht von irritieren, ne? Oh Gott. Stopp, 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 stopp.
Der hat nicht aufgegeben. So. Durchsuchen wir nochmal. Gucken, ob er wieder flüchtet. Ich möchte nochmal betonen, er hat nicht aufgegeben. Klappmesser, aha. Handschellen anlegen. Illegaler Waffenbesitz mit Führen eines Klappmessers. Bitte, Officer. Gern geschehen. So, Gefangentransporter. Ich brauche um eine verdächtige Person festzunehmen. Wieso kannst du dein Essen nicht sehen? Oh, was ist passiert? Ach Gott, so. Jetzt warten wir hier mal noch. Nicht, dass er nochmal flüchtet. Und derweil, so, es gibt nichts zu sehen. Ich muss aber nur kurz nachladen. Nur so für den Fall das. So, wieder weg damit. Kommt da jetzt noch jemand? Ah, das sind sie. Na. Stehen leider an der roten Ampel, weil, ne? Ist ja doch noch ein Stückchen. beeindruckende Polizeiarbeit als Achievement. Ich lüfte nicht alle Fenster am Fliegengitter. Also Monitor komplett runtergetreten, keine weitere Lichtquelle an. Oh Gott. Das ist schwierig. Dann musst du es halt über deinen Geschmacks- und Geruchssinn versuchen rauszufinden. Einfach mal so den Kopf auf den Tisch halten und gucken, wo das Essen steht. Ihre Schicht ist um, Officer. Oh, Entschuldigung. Jetzt haben wir halt überhaupt keinen Bonus, weil wir keinen Raser gemeldet haben heute. Aber ich meine, 37 Punkte ist schon nicht schlecht, oder?